Hallo, hier heute mal ein kleines Video zu einer schönen Selbsthilfemethode, die ich gefunden habe. Die ist von dem Autor Thaddäus Gollas. Der hat unter anderem geschrieben, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Ja, und er hat eine ganz tolle Methode gefunden, um mit seiner Wut, mit seinem Ärger oder mit anderen negativen Emotionen umzugehen. Und die lautete einfach, dass er zum Beispiel, wenn er ärgerlich war, dann hat er gesagt, ich liebe mich dafür, dass ich mich gerade ärgere. Das hört sich erstmal ein bisschen sehr verquer an. Und ja, aber genau da ist die Wirkungsweise dieser Methode. Dadurch, dass er halt so zwei Dinge gegeneinander entstehen lässt, hebt sich das Ganze wieder auf. Ja, und dadurch neutralisiert sich das. Und er kann, ja, in seinem Ärger, in seiner Wut einfach ein wenig sich Luft verschaffen und spüren, ah, jetzt bin ich da so ein bisschen, habe ich ein wenig Abstand und komme da so ein bisschen raus. Das kann man also dann wirklich für alle Möglichkeiten anwenden. Zum Beispiel, ich bin gerade sehr, sehr traurig und ja, enttäuscht vielleicht von anderen Menschen, die doch komplett anders agieren, als ich das erwartet hätte oder mir gewünscht hätte, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich liebe mich dafür, dass ich gerade sehr traurig bin. Oder ich liebe mich dafür, dass ich gerade sehr, sehr enttäuscht bin. Und so weiter und so fort. Ja, und wie bei allen Methoden und Dingen, man muss sie natürlich ausprobieren. Und gerade am Anfang, ja, wenn man, je länger man darüber nachdenkt, desto komischer denkt man, das kann ja gar nicht funktionieren oder so. Deshalb bitte wirklich in dem Fall der Fälle machen. Das heißt, ich liebe mich dafür, dass ich jetzt gerade diesen Gedanken habe, dass das eine ganz blöde Methode ist. Und schon könnt ihr vielleicht auch lachen darüber und sagen, ja, genau, ich liebe mich dafür, dass ich jetzt hier doof rumlachen muss. Ja, und vielleicht spürt ihr dann die Veränderung. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.